Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Basteltown. Heute bauen wir was für den Tellerschleifer, den ich vor ein paar Monaten gekauft habe. Und zwar gibt es ja, Kreissägevorrichtungen für Tischkreissäge, Tischfräse, Stichsäge und. Es gibt aber noch nicht viele Videos über Kreisschleifvorrichtung, nenne ich es jetzt mal, für den Bandschleifer. Und mein Bandschleifer verwandelt sich jetzt kurz in einen Tellerschleifer. Was ich benutze, ich habe ja so einen Winkelanschlag für den Tellerschleifer in einer T-Nut und ich nehme diese Schiene, die wird nachher an das Ding unten dran geschliffen, in einer Ecke hier festgespannt und dann kann ich mit sagt's mal schnell, mit einer Schraubzwinge das Schiebeelement noch festspannen und so können wir das easy ohne Schrauben oder sonst was auf die passende Größe einstellen. So, jetzt aber erstmal bauen wir die Grundplatte. Ich würde sagen, wir machen sie 30 tief, 40 breit. Dann haben wir die Grundplatte schon mal und fräsen da auch noch gleich eine Nut rein. Für den tiefen Anschlag. Erstmal 30 und dann machen wir die anderen 40 cm, schneiden wir an der Kappsäge ab. Also ich muss sagen, ich bin echt mega zufrieden, seitdem ich nach über 2 Jahren endlich eine Absaugung an der Kappsäge habe. Und wer seine Bosch GTS 10 mal so richtig genial sicher machen möchte, dem empfehle ich das Video, wo hier oben kommt. Da baue ich diesen Ausschalter. Das Teil ist so geil. Ich kann es euch mal demonstrieren. Ihr sägt, ihr habt beide Hände am Brett und wollt die Säge schnell ausmachen, weil das Brett oftmals bei der Bosch GTS ja zu groß sein kann und dann müsst ihr das Brett heben, aber mit einer Hand und hier unten noch den Notausschalter finden. Und ich habe mit dieser Art und Weise mal was Cooles gebaut, was ich so noch nicht gesehen habe. Wer mir jetzt nicht zustimmt, dass das sehr sicherer ist, als einen Schalter unten zu suchen, tut mir leid, dann weiß ich auch nicht mehr. Und jetzt ist es ganz wichtig, wir müssen von der Mitte bis hierhin die Mitte nehmen, circa, und machen dann auf unserem Brett einen Strich. Und hier machen wir dann eine durchgehende Nut rein, was ihr da reinschieben könnt, je nachdem, was ihr für Holz habt, 5 mm, 8 mm, so sollte dann die Nut auch sein und wenn möglich noch ein halber Millimeter oder ein Millimeter tiefer, nicht mal möglich, wenn es so ist, dann ist es so, ist nicht schlimm, das Holz liegt hier auf, nicht auf der Schiene. Warum ich das so baue, dass ich das auch später nur an diesem Tisch dran habe und mit der Schiene und eine Zwinge hier auf der Seite noch, ist, dass ich den Tisch dann auch noch kippen kann. Das heißt, ich kann auch eine Gärung dran schleifen. Je nachdem, wie ich den einstelle, kann ich den auch schräg schleifen. So, ich habe hier Buche, Sperrholz und zwar ist das fast 7 mm, heißt, ich mache jetzt eine 7 mm tiefe Fräsung, Nut. Dafür stellen wir uns den Fräser ein und ich habe jetzt, da ich dieses Gerät schon lange nicht mehr benutzt habe, ich habe das jetzt über ein Jahr, glaube ich, nicht mehr benutzt, glaube ich. Ich vermute, das Ding ist jetzt leer. Heißt, ich werde jetzt Arschkarte kassieren. Ja.
ist eine Panasonic-Batterie, die ich mal reingemacht habe, ziemlich am Anfang, weil ich wusste, die originalen Batterien sind schnell leer, aber es liegt wohl am Gerät. Nicht schlimm, denn hier oben ist eine ganz feine Lippe, heißt, wenn ich jetzt auf 0 fahre, habe ich ja hier den Nullpunkt, und zwar, da, wenn ich jetzt noch ein Stück weiter rausfahre, fängt gerade das Silber an. Das heißt, wenn ich den jetzt auf 0 stelle, hier runterfahre, wenn ich hochfahren würde, 5, 6 und kurz vor 7 aufhören, denn ich habe ja hier noch einen halben Millimeter oben gehabt. Und dann wird es jetzt schon passen. Also man kann das auch hier oben dann ablesen. Ich verlinke ihn euch trotzdem, denn die sind nicht teuer. Kauft euch gleich Batterien, wenn ihr ihn habt. Schaut euch die Batterie an und kauft euch Batterien. Mindestens 2 Stück. Und was jetzt ganz wichtig ist, unten arretieren, die Fräse. Denn durch die Vibration, ist mir schon oft genug passiert, weil ich es einfach verpennt habe, hat sich die Triton nach unten vibriert, heißt, sie ist weg vom Material und die Nut, die war ungleichmäßig tief, denn je tiefer der Fräser verschwindet, umso weniger fräst ihr weg. Ja. Jetzt markieren wir hier noch die Mitte, stellen den Fräser auf 90 Grad grob, festspannen und dann fräsen wir einmal drüber. Jetzt ist die Leiste natürlich ein bisschen breiter und jetzt kommt eigentlich, glaube ich, das erste Mal meine Vorderzange sinnvoll zum Einsatz. Ich glaub's nicht. Ich schau mal, ob ich das gehobelt krieg. Kurzer Geheimtipp noch, während ihr zuschaut, könnt ihr ruhig da unten den Daumen drücken und vielleicht einen Kommentar da lassen oder auch abonnieren. Danke. Hey, so ein Stanley-Hobel nimmt doch was ab. So. Da gucken wir mal, ob das auch schon ausreicht. Ja, jetzt passt es genau rein. Lässt sich aber nicht mehr schieben. Also nehmen wir noch ein bisschen ab. Nicht ich, das Holz. Gell? Oder willst du sagen, ich bin fett? Und wenn wir alles richtig gemacht haben, passt das gerade so rein und lässt sich noch schieben. Und es ist, ja, fast, es ist eigentlich sogar bündig. Wieder Perfektion in Glücks Modus, also mal wieder Schwein gehabt. Noch die Kanten brechen. Jetzt nehme ich noch eine M4-Schraube, die hat einen Kreuzschlitzkopf. Keine Angst, der ist nachher weg. Dann ein Gewindeholzbohrer, 6-Kant, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Die sind recht praktisch. Und wir nehmen jetzt einfach dieses Holz, bohren dann Gewinde rein. Das kleben wir jetzt mit festgewordenem Sekundenkleber ein. Nee, wir schrauben die jetzt halt rein. Und ja, machen wir Holzleim mit rein.
Wird schon heben. Es ist ja nicht arg viel Last drauf. In dem Moment, wo die im Loch drin ist, sitzt die ja. Noch schnell den Kopf wegflexen und dann sind wir fertig. Ein bisschen mehr als der Kopf. Also ich lasse grob einen Zentimeter stehen. So, jetzt legen wir das ganze Ding hier richtig rum drauf und machen jetzt eins. Wir gehen hier rüber, nehmen 16er Schrauben. Ich habe die Löcher hinten angesenkt, damit die Schraubenköpfe versenkt sind. Und dass das natürlich planmäßig nicht wirklich passt, wie immer, nehmen wir das weg. Also es muss ja nicht passen. Dann fahren wir hier ran und jetzt müssen wir das festheben. Und wenn es keine Geräusche mehr macht, haben wir es richtig gemacht. Und was ich gerade gemerkt habe, ich nehme jetzt eine Leiste, die übrig ist, und werde die an das Brett unten gegen den Anschlag festmachen. Warum mache ich das? Weil jetzt kann ich ihn nicht mehr reinschieben, wenn ich an einen Punkt fixiere. Denn der war ja trotzdem noch leicht beweglich. Das heißt, ja, jetzt geht's. Er drückt sich jetzt nicht mehr rein. Er bleibt stabil. Und ich kann in Ruhe meine Kreise wiederholgenau fräsen. Schleifen am Tellerschleifer. Man kann jetzt natürlich noch irgendwie einen komplizierten Eckenhalter hier hinmachen, dass das nicht hoch kann oder sonst was. Ich nehme jetzt hier einfach eine Zwinge und spanne das fest. Wo soll es jetzt hin? Wenn ihr euch jetzt einen Kreis schleifen wollt, dann geht ihr natürlich so vor, ihr geht in das Loch und fahrt erstmal nicht ganz dran, nur ein bisschen und sägt das Stück so. Das heißt, ihr habt hinten noch ein bisschen Hebel und könnt schon mal einen halben Kreis herstellen mit Hebelwirkung. Heißt, ihr fühlt euch automatisch sicherer. So, jetzt machen wir das da dran. Spannen das hier hinten auch fest. Und dann können wir schon arbeiten. Ich sollte eine Absaugung dran machen. Und jetzt sägen wir hier ab und machen den ganzen Spaß andersrum. So, das war's dann. Jetzt. Hallo? Ach, du dumme Sau. Das gibt's jetzt nicht. Jetzt steht hier das Plastik über. Und ich krieg das scheiß Teil nicht mehr runter. Arsch. So. Hier steht's auch über. Jetzt aber, richtig einfaches, leichtes Projekt. Auf jeden Fall gelungenes Chick. Ich weiß, gibt's schon. Aber ja, jetzt habe ich auch eins gebaut. Und wer will, kann dieses Ding auch breiter machen. Eine Langnut reinmachen, auf die Hälfte vertieft. Das Ding natürlich stärker. Und dann eine Flachkopfschraube rein, die man hier hinten
in das Holz unten reinschraubt oder noch eine Mutter dagegen, einen Sterngriff, was auch immer. Dann habt ihr hier eine Nut drin und könnt das je nachdem einstellen, wie ihr es braucht. Mir reicht da hinten eine Schraubzwinge oder Einhandzwinge. Und ich glaube, zu vermuten, da ich einen Kreisschneider habe, dass ich das Ding nie benutzen werde. So viel zum Thema, bau doch mal was, was du nicht brauchst. Das ist was ich nicht brauche, aber vielleicht andere, weil sie keinen Kreisschneider oder sonst was haben. Ne? Werkzeug ist in der Videobeschreibung verlinkt, Tellerschleifer auch, kostet, glaube ich, 120, ich weiß es nicht mehr. Er tut und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Unbedingt Daumen nach oben geben und einen Kommentar da lassen, bitte. Und abonnieren. Also, bis zum nächsten Video. Ciao.